Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Kanada in Montreal vor Carlos Sainz und Lewis Hamilton. Ja, und baut die WM-Führung massiv aus, hat jetzt schon fast zwei Rennsiege Vorsprung. Wir analysieren das Rennen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallo. Ja, genau, Max Verstappen eigentlich einen relativ einfachen Sieg gehabt. Am Ende war es dann noch ein bisschen spannender mit Carlos Sainz, der die leicht frischeren Reifen hatte. War wieder eine starke Leistung, ne? Vom Holländer. Absolut. Er hat sich aber das anders vorgestellt. Einfacher war es nur vor dem Safety Car. Das Safety Car hat nochmal Carlos Sainz in die Karten gespielt, weil er die frischeren Reifen hatte, mit der gleichen Mischung, die hatte nämlich. Aber Max war schon ein bisschen nachdenklich nach dem Rennen, weil er da gemerkt hat, dass eigentlich der Ferrari im Rennen drin trotz der frischen Reifen so diesen Zehntel, zwei Zehntel schneller war. Das hat er sich anders vorgestellt. Das konnte er vorher nicht merken, weil er den großen Vorsprung hatte. Jedenfalls meint er, ja, alles gut, aber Ferrari ist ein Riesengegner und Sainz war ihm wirklich auf den Fersen, war diese ein, zwei Zehntel schneller, aber er sagt ja selbst, um richtig risikolos überholen zu können, musst du 5 bis 6 Zehntel schneller sein pro Runde als der Vordermann. Und das ging nicht und Verstappen ist mit allen Wassern schon gewaschen, hat er auch selbst gesagt. Montreal, der Kurs gefällt ihm auch so gut, weil so ein bisschen Go-Kart-Kurven drin sind. Das hat ihn so an früher erinnert. Und da wusste er natürlich genau, wo die DRS-Zonen sind und dass er die Kurve, das Beschleunigen aus der Kurve vorher halt optimal hinkriegt. Und das hat sich dann über 10 Runden, Runde für Runde wiederholt und war faszinierend anzuschauen, aber man hatte nie das Gefühl, dass Sainz ein bisschen schneller war, wirklich so in Schlagdistanz kommen konnte, dass er mit gutem Gewissen überholen konnte. Also war schon faszinierend und am Ende schwieriger für Max, als er es vielleicht selbst gedacht hat. Findest du, dass Ferrari, was den Motor angeht, wieder so ein bisschen mehr hinterherhinkt, so auch im Vergleich zu Honda? Auch Charles Leclerc ist ja im extrem flachen Flügel gefahren, hatte trotzdem das nicht ganz so leicht, da durchs Feld zu kommen. Gerade bei den Alpinen ist er hängen geblieben. Und auch Sainz trotz DRS und besserer Reifen konnte sich nie so richtig gefährlich ransaugen. Ich denke, dass die Motoren, auch der Mercedes, mehr oder weniger auf Augenhöhe dieses Jahr sind. Der Renault hat nochmal eine andere Spezifikation. Der Renault hängt vielleicht so ein bisschen hinterher, aber nicht dramatisch. Die anderen drei sind so rein motorentechnisch auf Augenhöhe, was die PS-Zahl betrifft. Und der Red Bull hat halt ein total effizientes Auto, deshalb sind die auf der Geraden so schnell. Am wenigsten Luftwiderstand. Ferrari braucht halt mehr Abtrieb. Und da stehst du halt ein bisschen mehr im Wind. Aber von Motoren her geben die sich nicht viel. Es ist ganz einfach, je länger eine Gerade ist auf dem Kurs, desto besser ist das für Red Bull. Und je mehr Kurven, langsame und mittelschnelle Kurven sind, desto besser ist für Ferrari. Aber in Montreal, ja, wie gesagt, es sah alles so aus, als wäre Verstappen total überlegen, war er aber am Ende doch nicht. Das konnte man dann halt sehen, als Sainz ihm im Nacken hing. Ja, das war auf jeden Fall spannend zu beobachten. Spannend zu beobachten sind auch unsere YouTube-Statistiken. Wir haben festgestellt, dass sehr, sehr viele unserer Zuschauer noch nicht abonniert haben. Holt das doch an dieser Stelle mal sehr gerne nach. Und wir sprechen jetzt mal kurz über Mercedes. Hamilton vor Russell hatte es eigentlich ganz gut im Griff und konnte endlich mal wieder Russell schlagen und der Best of the Rest werden, ne? Ja, aber das habe ich mir gedacht. Immer wenn Lewis Blut leckt, schaltet er nochmal einen Gang hoch, sozusagen, was seine Leistungsbereitschaft betrifft. Dass er alles kann und einer der Besten ist, da zweifelt, glaube ich, niemand dran. Aber er muss es auch wollen. Und ja, gestern, das war wieder ein Rennen für ihn. Er liebt ja Kanada sowieso die Strecke, die ganze Atmosphäre dort in der Stadt. 2007 hat er dort sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen und er hat gestern mal wieder so ein richtiges Hamilton-Rennen abgeliefert. Das Auto war halt nicht schnell genug, um wirklich um den Sieg einzugreifen, aber er hat Russell wirklich im Griff gehabt und man hat ihm auch die Freude angesehen, dass das Bouncing diesmal nicht so stark war und das Auto halt so einigermaßen zu ihm gepasst hat und nicht völlig unfahrbar war, wie die Einstellung, die er noch am Freitag hatte und dementsprechend auch moniert hat. Charles Leclerc am Ende dann auf Rang 5 hat noch das Maximum rausgeholt. Ich denke, das Einzige, wo er dann mal Zeit verloren hat, waren diese 15, 16 Runden dahinter Alpine, wo hat er einiges liegen gelassen. Ja, deshalb glaube ich, war es nicht das Maximum, sondern er hat seine Pflicht erfüllt. Wir haben ja in der Vorschau gesagt, also Platz 5 ist schon realistisch.
Es kann sogar ein Podium werden, wenn alles optimal läuft. Es ist eben nicht optimal gelaufen, weil er zu lange im Verkehr stecken geblieben ist. Und überholen war gerade hinter dem Renault bei Ocon nicht so einfach. Und da hat er die entscheidenden Sekunden verloren, weil dann wäre er beim Safety Car weiter vorne gewesen, mit relativ guten Reifen hätten sie ihm dann. Also dann wäre ein Podium drin gewesen. Aber so kann er nicht unzufrieden sein, denn von dem vorletzten Startplatz dann auf Platz 5 zu fahren, das ist schon eine gute Leistung, auch wenn sie einigermaßen vorherzusehen war. Er hatte mit den harten Reifen noch ein bisschen zu kämpfen, hat immer den Exit aus der Man darf ja Haarnadel nicht nicht erwischt. vergessen, zumindest in Baku war es so, eigentlich auf Federstrecke, dass Ferrari und Red Bull im Durchschnitt 0,8 bis eine oder wie in Baku 1,2 Sekunden schneller fahren können als der Rest. Der Rest wird von Mercedes angeführt, die natürlich, wenn das alles bei denen läuft, auch nahe dran sind. Aber wie gesagt, die beiden Red Bull-Fahrer sind eigentlich eine Sekunde vorn und dann kannst du schon mal von hinten auf Platz 5 locker fahren. Oder noch mehr, wenn es optimal läuft. Also deshalb war das nicht so eine Überraschung. Nee, auf jeden Fall nicht. Dann sprechen wir jetzt über die deutschen Piloten. Fangen wir mal mit Mick Schumacher an. Das waren mal Punkte drin, er hat sich da eigentlich relativ gut etabliert, um Platz 8 rum. Kevin Magnussen hat auch davon profitiert, dass der Magnussen missgebaut hat, dass sich den Flügel kaputt gefahren. Ich glaube, im Zweikampf mit Hamilton war es, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann, genau. Aber sah ich nach Punktekurs aus, ne? Für Mick Schumacher, dann kam der blöde Ausfall. Ja, das kann man so noch nicht sagen. Er hat ein sehr gutes Rennen abgeliefert. Er wurde ein bisschen durchgereicht, war aber immer noch auf Platz 7 oder 8, als er ausgefallen ist. War zumindest vor dem Su, der am Ende ja durch die Bestrafung von Alonso noch 8er wurde. Also kann sein, dass er den noch gehalten hätte. Das hätte bedeutet, dass er schon in die Punkte gefahren wäre. Aber ganz sicher kann man nicht sagen. Was man aber sicher sagen kann, dass es sein bestes Rennwochenende war, das er in der Formel 1 bisher abgeliefert hat, vom Speed her. Dass der Motor, also irgendwas in der Antriebseinheit beim Ferrari immer wieder kaputt ging, gut, da kann er nichts machen. Das war einfach Pech. Und Magnussen, ja, aber jetzt wirklich Mist gebaut hat im Zweikampf mit Hamilton. Ich glaube, das war so ein Rennunfall, der passieren kann, nicht passieren muss, aber passieren kann. Die haben sich beide halt keinen Platz gelassen. Und wenn man aber bedenkt, dass Magnus im Zweikampf mit dem war, der am Ende Dritter wurde, ist das jetzt auch keine schlechte Leistung gewesen. Halt auch Pech. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Haas hatte die Chance, jetzt mal wieder Punkte einzufahren, hat sie aus irgendwelchen Gründen nicht genutzt. Das dringend gebrauchte Update haben sie verschoben, ursprünglich geplant für Frankreich auf Ungarn. Das muss dann umfassend sein, weil es auch das Einzige ist. Also wenn das nicht funktioniert, sind sie ganz hinten und dann wird es mit Punkten nichts mehr dieses Jahr. Ja, ist aus deutscher Sicht natürlich nicht zu hoffen. Also zu hoffen, dass das Update fruchtet, auf jeden Fall. Und ja, Punkte wären auf jeden Fall drin gewesen, wenn man so sieht. Stroll ist noch Zehnter geworden. Schade. Dann sprechen wir über Sebastian Vettel, der ja aufgrund des verpatzten Qualifyings Aston Martinseits weiter hinten standen musste, von Rang 16. Ist am Ende Zwölfter geworden. Hat eigentlich die Virtual Safety Car Phase mit den Stops ganz gut ausgenutzt, aber konnte dann trotzdem nicht die Punkte vorfahren. Naja, er sagt, das Virtual Safety Car hat ihm gar nicht in die Karten gespielt. Er war total unzufrieden. Es war wirklich ein Rennen ab dem Qualifying-Wochenende zum Vergessen. Du hast das richtig ihm angesehen, dass es ihn alles angekotzt hat nach dem Rennen. Er war aggressiv und enttäuscht zugleich. Er hat auch noch Ärger gekriegt wegen seines Helms, den er da getragen hat. Im Rennen hat er ihn nicht getragen. Anscheinend, weil das Team ihm gesagt hat, er soll es nicht machen. Dementsprechende Fragen von Sky ist er auch ziemlich patzig ausgewichen und hat nur gesagt, nächste Frage bitte. Also, da hat er sich jetzt nicht mit Ruhm besät an diesem Wochenende ab dem Qualifying. Hat mir nicht gefallen. Weder die Performance noch das Verhalten bei den Interviews. Muss ich jetzt wirklich sagen, das war nicht gut. Ja, apropos, weil du es gerade ansprichst mit dem Helm und Canada's Climate Crime hat er ja ein Shirt getragen. Da hat ja die Ministerin, eine Ministerin in Kanada ja sogar drauf reagiert und das als die größte Heuchelei ihrerseits betrachtet, da er ja für Aston Martin fährt, die Aramco als Sponsor haben, ein saudi-arabischer Ölkonzern, wenn mich nicht alles täuscht,
Und er macht dann darauf aufmerksam, dass umweltunfreundlich abgebaut wird in Kanada. Ja, er hat von der Sache wahrscheinlich recht. Trotzdem muss man immer abwägen, was man da gerade tut. Bei ihm habe ich so ein bisschen den Eindruck, er sucht so richtig in jedem Land nach Themen. Ähnlich wie unnütz die Formel, die Extreme I das macht, die ja auch an Orten fährt, wo es irgendwelche Umweltprobleme gibt, darauf hinweist und da die Umwelt noch mehr zerstört, indem sie da rumfahren. Also Sepp sucht, hat das in Kanada das mit Alberta, den Teerölabbau irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht, ob er richtig informiert war. Natürlich hat er in der Sache recht, ganz klar. Aber er hat ein bisschen wenig über den Tellerrand geguckt. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man in den Wald reinschreit, dass man Riesenesche bekommt. Bisher ging es immer gut und seine Aktionen, die er an sich, gegen die man ja nichts sagen kann, haben jetzt keinen Gegenwind ausgelöst. Diesmal war es so. Und das mit Aramco ist in der Tat ein Widerspruch. Damit muss er auch leben. Und da muss er sich auch anhören. Einerseits kritisiert er in Alberta die Situation in Alberta mit dem Ölabbau. Und andererseits fährt er mit noch größeren Konzernnamen auf dem Helm, die ja jetzt umwelttechnisch auch nicht die heiligen Priester sind. Also, dass da eine Umweltministerin aus Alberta, von der kann man jetzt halten, was man will, plötzlich auf den Zug aufschwingt und sagt, das ist aber die größte Heuchelei, die ich je gesehen habe, kann man auch nachvollziehen. Und das war ein bisschen unglücklich von Sepp, auch wie er dann reagiert hat und dass das Team Druck gemacht hat anscheinend und die Formel 1 wahrscheinlich auch gesagt hat, er sollte es endlich mal lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er in Zukunft tun wird. Denn du hast richtig gesehen, dass er unzufrieden war mit der Situation an sich, mit dem Rennen. Und wenn er jetzt total auf seine Aktionen verzichtet, ist das natürlich auch unglaubwürdig, weil er hat ja eine Marke praktisch aus sich schon gemacht, indem er halt den Finger immer wieder in die Wunden legt. Wenn er jetzt total aufhört damit, ist das natürlich auch unglaubwürdig. Also er ist in einer richtig salopp beschissenen Situation gerade. Deshalb glaube ich auch nicht, dass er noch lange fahren wird. Ja, einfach unzufrieden. Das Statement von Ralf Bach, der Sebastian Vettel sehr, sehr gut kennt. Ja, Ralf, wie geht's denn jetzt weiter? Sagen wir mal, gehen wir mal wieder Richtung WM-Kampf. Springen an die Spitze. Verstappen, wie gesagt, fast zwei WM-Siege Vorsprung. Ich glaube, 47, 46 Punkte sind's. Wie sieht das aus im Nein, WM-Kampf? er ist natürlich großer Favorit, nicht nur weil er den großen Punktevorsprung jetzt hat, sondern weil er natürlich auch das Auto hat, das jedes Rennen gewinnen kann. Das heißt, er kann diese Punkte sogar ausbauen oder nie viel verlieren. Aber er hat ja gewarnt, vor einem Jahr etwa hat er bis Silverstone auch einen ganz guten Vorsprung gehabt und er war innerhalb von zwei Rennen weg. Und da ist er vorsichtig und hat draus gelernt. Aber dadurch, dass Ferrari halt so ein bisschen unsicher ist, immer noch mit der Performance, also was die Haltbarkeit betrifft, und Red Bull sowieso speedmäßig auch dagegen halten kann, ist er natürlich haushoher Favorit dieses Jahr. Aber es sind noch viele Rennen. In Stein gemeißelt ist noch gar nichts. Sind wir mal gespannt. Auch genau, Verstappen könnte nochmal ausfallen. Ja, liebe Leute, dann schreibt gerne mal zu den Themen eure Meinung in die Kommentare. Gerne auch zu dem Vettel-Thema mit dem ja, Climate-Drama von Kanada. Ja, dann, Ralf, danke für deine Zeit und wir hören Danke. uns auf jeden Fall die Tage, spätestens natürlich in Silverstone dann wieder mit frischen Analysen. Alles Bis klar. dann. Tschüss. Ciao.